Einen wunderschönen guten Morgen. Die sogenannten Später-Lesen-Apps, die Pockets und die Insta-Papers dieser Welt, die haben sich über die letzten Jahre so ein bisschen zu meinem Steckenpferd entwickelt. Ich habe sie deshalb alle ausprobiert und sie alle regelmäßig als Thema im iPhone-Blog. Heute habe ich was Neues. Die App, die nennt sich Matter. Und sie ist gerade in dieser Woche frisch in die öffentliche Beta-Phase gerutscht.